Guten Abend. Guten Abend. Ich heiße Kammer Dömer und ich bin Verwaltungsrat und der Präsident vom Verwaltungsrat und Tibet-Institut. Ich begrüße alle Gäste sowie die Mönche und im Namen der Tibet-Institut Rikun heiße ich Sie alle herzlich willkommen. Ich begrüße auch alle Tibeter, die hier anwesend sind und uns, unsere Schweizer Freunde. Ich möchte spezielle Gruß an Dr. Gishe Nigelosan-Tensela begrüßen und Zambet Tundula, die sind beide von Emory Universität, arbeiten dort und für die sie lernen, sind sie zuständig und sie sind extra hierher gekommen, weil sie das sehr wichtig finden, dieses Konzept hier bekannt zu geben. Und auch, dass wir heute diese Gelegenheit bekommen haben, ist dank der Tibet-Institut Rikun und auch Dalai Lama fand, haben ja zusammen diese Veranstaltung organisiert und das bedanke ich Gandhi Podang, also Dalai Lama Fund, bedanke mich vom Herzen. Ich möchte, bevor ich hier ein paar Worte an Sie richten, würde ich Ihnen unseren Ablauf heute, den heutigen Ablauf kurz weitergeben. Wir haben gesagt, 18:30 werde ich ein paar Worte richten und dann wird Tenzin Sebo von Gandhi Podang von Dalai Lama Trust Fund Trust wird er hier ein paar Worte an Sie richten. Und um diese Sie lernen bekannt zu geben, haben wir etwa eine Stunde. Viertel vor acht werden wir Ihnen Möglichkeit geben, Ihnen Frage und Antwort zu geben. Also Sie können auch direkt fragen oder Sie können auch schriftlich Ihre Frage weitergeben. Wir geben Ihnen diese Gelegenheit. Und 8:30 Uhr haben Sie hier eine Apéro und Ausgang. Wir haben natürlich kein Alkohol, wir haben hier aber sonst Getränke vorbereitet. Und 9:30 Uhr werden wir diese Veranstaltung abschließen. Also bitte die Kopfhörer, bitte ich Sie, nur die nicht Tibetisch verstehen, bitte ich Sie, die zu nehmen, aber die, die Tibetisch können, bitte ich Sie, versuchen Sie hier direkt zuzuhören. Das wird auf Tibet in Deutsch übersetzt. Und ich bitte Sie, nachher diese Kopfhörer wieder zurückzugeben. Ich bitte Sie, das nicht zu vergessen. Und vielen Dank. Das Wichtigste, was ich Ihnen vielleicht sagen möchte, im Namen der Tibet-Institut Regung, es heißt Ethik, säkular Ethik, es ist wichtig, das hat Dalai Lama schon seit 20 Jahren, hat er das propagiert, also es geht etwa 20 Jahre her, wenn ich Dalai Lama seine Rede zuhöre und Notiz gemacht habe, habe ich gesehen, dass das seit 20 Jahren hat er schon über die Säkularethik erwähnt. Und das ist nicht nur für die Jungen, sondern auch für die ältere Generation, vor allem die Tibeter, dass sie diese Sie-Learning anzuschauen. Und das hat Dalai Lama schon immer diese Wichtigkeit hervorgehoben bei uns Tibeter und deshalb hat er mit Emory Universität auch eine Zusammenarbeit aufgebaut und damit auch die Kinder mit dem soziales, emotionales und ethische Lernen, dass die auch die Kinder mitbekommen. Und ich arbeite zum Beispiel mit Erwachsenen, wenn ich in Bern pädagogische Arbeit mache, dann mit der Sie-Learning sehe ich, dass es sehr hilfreich ist für mich. Und ich glaube, wir Tibeter,
bedeutet, vor allem die Gesellschaft in der Schweiz, wir haben seit einigen Jahren ändert sich, wenn ich so zurückblicke, zum Beispiel ich bin hier aufgewachsen, hier geboren, meine Eltern sind 60er Jahren hierher, wir sagen immer wieder, wir sind über 3000 Tibeter, aber ich sehe, wir wissen, ich habe gerade vorher erfahren, dass wir etwa 8000 Tibeter schon in der Schweiz sind. Und das ist eine Riesenentwicklung, die hier von der Population her eine Riesenentwicklung stattgefunden hat. Und wir müssen auch, wir wissen auch, wir haben auch die Möglichkeit, hier eine westliche Ausbildung zu bekommen. Und von wo auch die Tibeter hier zusammenkommen, aus Indien oder Nepal oder wir sind verschiedene Background, die wir haben und deshalb finde ich, dieses Siedlernen wird uns allen sehr hilfreich sein, auch für unsere Gesellschaft und für die Gemeinschaft in der Schweiz. Deshalb wollte ich das nebenbei sagen. Ich habe ab und zu mal gehört, das ist nicht unsere Aufgabe, sondern Aufgaben der Lehrer und sonst Leute, die mit den Kindern zu tun haben und unseren Pädagogen. Und ich glaube, das ist nicht nur für Sie, sondern für uns allen gemeint, diese Sie lernen. Ich habe letztes Jahr die Gelegenheit, außerordentliche Gelegenheit, im April letztes Jahr, als Dalai Lama dort diese Publik gemacht hat, diese Sie-Lernen, habe ich die Gelegenheit gehabt. Ich habe als Vorstand der Verwaltung vom Tibet-Institut konnte ich dort besuchen und diese und dort habe ich dann Dr. Negi und Zündeladi habe ich dort kennengelernt. Das sind alle, die damit gearbeitet haben, die aufgebaut haben. Es waren über 1000 Leute dort und die sind sehr interessiert. Das sind alle gelehrte Leute, die pädagogische Hintergrund haben. Und sie sind alle sehr, sehr interessiert und sie sind auch sehr gewillt, dieses Lernprogramm weiter zu verbreiten. Es sind über 36 Länder anwesend gewesen. Ich bin praktisch irgendwie, bin der Einzige aus der Schweiz. Und ich glaube, wenn das in der ganzen Welt wichtig sehen, die Leute hierher kommen an diese Sitzung damals, dann habe ich da, wir Tibeter müssen doch selbstverständlich das dafür interessieren. Ich habe mich wirklich irgendwie unwohl gefühlt. Ich habe mit Zendula die Gelegenheit gehabt und habe gesagt, das müssen wir unbedingt in der Schweiz das bekannt geben, präsentieren und habe ich damals ihm gebeten. Und letztes Jahr, ab 7. August, Juni, haben wir mit dem Tibet-Jugendverein, die haben ein Kinderlager, dort haben wir das zuerst einmal präsentiert und auch, es waren auch von Tibet-Gemeinschaftslehrer, die Sektions, die Kinder betreuen, die waren auch dort anwesend und dort konnten wir zum ersten Mal dieses Sie-Lernen präsentieren. Und diese heute haben wir die Gelegenheit genommen für alle Tibet-Gemeinschaft, das für den Tibet-Gemeinschaft bekannt zu geben. Und ich habe das sehr wichtig gefunden und deshalb haben wir heute zusammenkommen können und diese Veranstaltung organisieren können. Heute Vormittag waren Sie im Tibet-Institut. Wir haben mit den Mönchen ein ganz interessantes Gespräch gehabt, Diskussion, offene Diskussion. Und Tibet-Institut ist, wenn man überlegt, ist 2013 hat Dalai Lama immer wieder gesagt, dieses Tibet-Institut, Tibet-Klösterliche Institut ist nicht nur ein Kloster, sondern es ist ein Ort der Gelehrsamkeit, ein Ort, wo alle ihr Wissen dort erweitern können, nicht nur Gebete aussprechen und sonst Rituale ausführen, sondern auch, man sollte dort im Tibet-Institut auch Wissen aneignen können. Das hat Dalai Lama schon immer erwähnt. Und wir von der Tibet-Institut sind wir dafür bereit und wir möchten dafür engagieren und für das verpflichtet fühlen. Wir fühlen uns verpflichtet. Wir
wir können nicht immer wieder sagen, es ist wichtig und immer wieder davon erwähnen, sondern wir müssen auch etwas dafür tun, eine Handlung, eine Aktion ausführen. Und deshalb haben wir mit den Jugend, die wir der Jugend haben, wir hier einen Trainingskurs angefangen. Es sind vier Mönche, mit denen wir zusammensitzen und dieses Jahr haben wir vorgesehen, dass wir vormittags vier Sessionen und vormittags würden wir mit den Sea-Learning, den Jugend beizubringen, also den und Nachmittag dann über andere Kulturen. Und auch nachmittags haben wir auch vorgehabt, dass für die Eltern die Möglichkeit haben, da mitzunehmen, mitzumachen. Und es ist für uns wichtig, dass wir jetzt langsam und gemeinsam diese Sea-Learning angehen und Sea-Learning aneignen. Und wenn ich jetzt die Tibeter Gemeinschaftsschulen, wenn wir haben wir vorgesehen, dass wir mindestens einmal pro Jahr einen großen Workshop zu organisieren. Wir haben hier die Tibeter Gemeinschaftssiedlung Verantwortliche und die Verantwortung für die Schulen haben wir Ende dieses Monats oder März haben wir vorgesehen, mit denen zusammenzukommen. Und dann werden wir auch im Oktober herum werden wir den Lehrer für die Tibeter Gemeinschaftsschullehrer ihnen die Möglichkeit geben, wie wir diese Sea-Learning hier in der Schweiz aufzubauen. Und das wollte ich Ihnen jetzt sagen, weil ich das sehr wichtig gefunden habe und nicht nur einfach, wir versuchen auch das umzusetzen, wir suchen Möglichkeiten und hoffe, dass Sie auch hier mit beteiligen werden. Das ist, was ich heute sagen möchte. Es wird von Gandhi Podang Trust, Dalai Lama's Trust, wird Tenzin Sewo noch ein paar Worte an Sie richten. Vielen Dank. Danke, Kamala. Gandhi Podang, werde ich als Vertreter der Vizepräsident Gerson Janssen ist hier anwesend und ich begrüße in unserem Namen die Abt und alle Mönchgemeinschaft und alle Freunde, begrüße ich Sie ganz herzlich. Ich habe hier nicht viel zu sagen. Ich möchte die Tibet-Institut besonders bedanken, denn wir sind eine neue Organisation. 2015 hat Dalai Lama hier, einen Trust aufgebaut, initiiert. Und wir haben mit Tibet-Institut die Möglichkeit gehabt, mit Tibet-Institut ein paar Aktionen, eine Handlung zu organisieren. Und ich denke, das finde ich sehr gut, dass wir zusammenarbeiten können. Ich möchte Geshe-la und Sindula sind gestern angekommen und ich bedanke und begrüße sie nochmals ganz herzlich. Wir kennen uns schon seit 3 Jahren und in diese 3 Jahren haben wir über sie lernen, mit dem haben wir zusammengearbeitet und haben wir dadurch einen Kontakt aufbauen können. Und hier in der Schweiz werden wir finanziell und auch andere Möglichkeiten werden wir ihnen unterstützen, weil seine Heiligkeit, der 14. Dalai Lama, das ist ein Wunsch und dass die Mitgefühl bei den Gemeinschaften selbstverständlich wird und Sindula und Sambela werden nachher heute hier darüber kurz erwähnen. Und Dalai Lama sagt ja immer wieder, dass die weltliche, die materielle ist sehr weit entwickelt. Diese Entwicklung müssen wir auch gleichzeitig auch unsere innere Werte, unsere innere Wissen auch dementsprechend aufbauen können.
Es ist ja so, dass wir hier in unserer Gesellschaft, ja so, wir haben auch körperliche Hygiene, auf die wir sehr groß achten. Und Dalai Lama meint eben, dass wir auch eine emotionelle Hygiene auch darauf achten müssen und das aufbauen. Wie können wir denn geistliche Hygiene ändern? Das ist nur durch Wissen können wir das weiterbringen. Das ist nicht im Westen, sondern überall sollten wir auch die inneren Werte darauf aufbauen und einen Lehransatz aufbauen, nicht nur die äußere weltliche, materielle Werte. Und deshalb 2015 hat Dalai Lama mit Unterstützung von Dalai Lama hat man in Emory Universität hat man eine Arbeitsgruppe aufgebaut. Es heißt kontemplative Wissenschaft und mitgefühlsbasierte Ethik. Und diese Gruppe wurde in Emory aufgebaut und wir von den Tibetan Dharams, also Dalai Lama Trust, versuchen wir denen finanziell und sonst auch alle Möglichkeiten ihnen zu geben. Und Geshe-la ist bis Montag hier und Montag ist er angekommen und gestern haben wir kurz angesprochen, gestern waren wir in Lausanne, in der Gemeinde, also von der Universität von Universitätsspital von Lausanne haben wir zusammen getroffen. Wir haben über den Kinder, wenn man Psychiatrie und Gesundheitsförderung der Erdolenz sind, haben wir eine Abteilung mit dieser Gruppe haben wir zusammen getroffen und sie haben gesagt, hier ist, wenn die Leute schon krank waren, wenn sie Depressionen haben oder wenn sie selbst Selbstmord oder Suicide begonnen und dann gefährdet ist, dann versuchen wir sie zu behandeln. Und dann haben sie gefragt, was für Möglichkeiten gibt es, bevor so etwas kommt, bevor diese Probleme auftreten, was können wir dafür tun? Und deshalb haben sie auch gesehen, dass C-Learning eine Möglichkeit ist, mit dem etwas anfangen können. Und das zeigt für uns, dass der Dalai Lamas Vorhaben, diese säkulare Ethik, ist es eigentlich jetzt ist Zeit, dass wir das ansehen und weiter verbreiten können und wir auch selber mit den auseinandersetzen. Wir haben heute auch mit einer Schule zusammengetroffen. Heute sind auch sehr viele Studierende, die später lehren werden und sehr viele haben sie gesagt, sie sind auch sehr interessiert und haben keinen gesagt, ja, das wäre schwierig umzusetzen. Und was mich heute besonders gefreut hat, dass so viele Leute hier anwesend sind und diese Sie-Lernen hier anhören möchten. Es ist nicht etwas unabhängig von der religiösen, mit der Religion zu tun und deshalb ist ja interessant für mich und es hat mich sehr gefreut, dass auch so viele Tibeter hier anwesend sind. Wenn Sie Fragen haben, können Sie bitte, wenn Sie Missverständnis gibt oder nicht ganz einverstanden sind, dann können Sie in Ihre Fragen stellen. Wenn Sie Probleme, die Sie in der Gemeinschaft sehen, in der Familie oder so, dann können Sie Dr. Negi fragen. Dieses Sie-Lernen wollen wir hier eine Gruppe aufbauen, hier in der Schweiz. In Deutschland und auf der deutschsprachigen sind sehr viele Freiwillige, die hier mitwirken. Sie müssen natürlich tagsüber ihre Arbeit nachgehen und haben wirklich sehr wenig Zeit. Aber obwohl weil sie das wichtig finden, machen sie freiwillig.
Und deshalb ist es natürlich jetzt wichtig, dass wir eine Gruppe aufbauen, eine Struktur aufbauen, auch wenn wir jemanden einstellen müssen, das haben wir vor. Ich bedanke mich nochmals ganz herzlich. Das ist eine wichtige Veranstaltung. Es wird heute auch diese ganze Veranstaltung aufgenommen. Und wir können auch diese Film nachher, werden wir diese Film zusammenfassen. Und Leute, die dafür interessieren, was Sie lernen ist, werden wir dann diese Zusammenfassung dann weitergeben. Vielen Dank. Heute haben wir die Möglichkeit bekommen, in Zusammenarbeit mit Tibet-Institut und Dalai Lama Trust. Ich begrüße Sie, die Mönchgemeinschaft und alle Anwesenden hier im Namen der Emory-Universität. Wir haben ein Zentrum, wir haben eine Gruppe, ein Team aus Emory aufgebaut. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Das C-Learning haben wir heute in der Schweiz die Möglichkeit bekommen, in die Bedingung. Ich werde es jetzt mal auf Englisch hier kurz aufblenden, weil wir in sehr viele im tibetischen Teil sehr viele neue Wörter hier haben. Ob Sie dann alle die mit den Englisch oder Deutsch zusammengehen, deshalb haben wir hier jetzt mal auf Englisch aufgeschaltet. Es kann sein, dass es die Wörter auf Tibetisch und Deutsch, also, ob sie Englisch zusammengehen, das haben wir auf beide hier vorbereitet. Zuerst deshalb etwa eine Minute wollen wir mal meditieren. Ob es Meditation ist, aber wir müssen mal einen Gedanken darüber machen. Deshalb bitte ich Sie, eine Minute mal. Dann machen Sie Ihre Augen bitte zu oder Sie können auch offen. Bitte machen Sie mal einfach einen Gedanken, was Sie in Ihrem Leben denken Sie mal einen Moment der Mitgefühl oder so etwas der Güte, die Sie erlebt haben oder von jemandem weitergegeben haben, ein Mitgefühl oder empfangen haben. Und was das Mitgefühl, wie haben Sie dieses Mitgefühl entwickelt, wie haben Sie diese empfangen oder wie haben Sie dieses Mitgefühl, wie haben Sie das gesehen, dieses Mitgefühl? Und was für Gefühl haben Sie dann dabei empfunden? Erinnern Sie sich, wie Sie waren, was passiert ist mit Ihnen oder was für Empfindungen Sie dabei hatten? Und während dieser Zeit, Sie wissen ja, den Buddhismus praktizieren, die kennen ja sehr viele Texte und die sie kennen. Sie haben ja die Gewohnheit, darüber Gedanken zu machen. Aber Leute, die nicht mit irgendeiner religiösen Praktiken haben, aber wir haben ja in unser Leben Probleme. Es gibt ja irgendwo eine
ein Ort, ein Objekt, wo Sie Zuflucht nehmen? Und wie viel haben Sie Ihre Liebe von diesem Objekt bekommen? Und wie viel haben Sie selber? Also zum Beispiel, wenn Sie Freunde, Bekannte haben, denen konnten Sie Ihre Mitgefühl oder Freundlichkeit konnten Sie ihnen weitergeben. Und machen Sie doch einfach mal einen Gedanken darüber, um diese Zeit und von diesem Punkt, wo Sie dieses Mitgefühl empfangen haben oder gegeben haben, wie haben Sie sich körperlich gefühlt? Und beachten Sie, was Sie im Innen fühlen, während Sie nachdenken und Ihren Moment der Freundlichkeit, die Sie gegeben haben oder empfangen haben. Woher kommen diese Empfindungen, diese Freundlichkeit? Einfach machen Sie einmal eine Minute lang so einen Gedanken, Mitgefühl. Wie haben Sie dabei empfunden, als Sie diese Mitgefühl weitergegeben haben und empfangen haben? Eben Freundlichkeit und Mitgefühl, wenn Sie selber empfangen haben oder eben wenn Sie weitergegeben haben. Oder Sie haben vielleicht auch selber beobachtet, dass zwei anderen Leute unter Freundlichkeit teilen. Und wenn Sie diese Mitgefühl tief empfunden haben, und versuchen Sie doch das auf, oder wenn Sie körperliche Empfindung haben, versuchen Sie das zu verinnerlichen. Und wie fühlen Sie sich dabei körperlich und auch in geistiger Form? Und denken, was Sie auch dazu denken könnten. Wenn diese Mitgefühl, die Sie gegeben haben oder erhalten haben, oder wenn Sie beobachtet haben, wie zwei Sie untereinander freundschaftlich austeilen, wenn Sie das beobachtet haben und wenn Sie das Ihnen bewusst geworden ist, und diese Mitgefühl, was für ein Resultat oder was hat das Ihnen bewirkt, was für Resultate hat es Ihnen gegeben? Und wie sehen Sie, was Mitgefühl ist, was bringt Ihnen, was bewirkt Ihnen und wenn Sie Mitgefühl oder Freundlichkeit haben, ob das für Sie Vorteil ist oder wie ist das Ihre Empfinden? Versuchen Sie mal darüber Gedanken zu machen. Vielen Dank. Sie haben jetzt versucht, das zu anzuschauen. Wie wollen wir jetzt das machen? Wenn zwei zusammen, oder man kann auch zu dritt, aber jetzt können wir mal, wegen dem Sitz können wir vielleicht zwei, können wir vielleicht mal Ihre Erfahrung austauschen, was für ein Gefühl hatten Sie,
Wie haben Sie das empfunden? Was hat Ihnen beeindruckt oder bewirkt? Sie können ja zwei zusammen mal Ihre Erfahrung verteilen. Das ist unsere eigentliche Aufgabe von Sie lernen. Das vielleicht werden Sie komisch finden, aber das ist diese Arbeit, die wir aufbauen wollen. Bitte versuchen Sie zu zweit darüber Ihre Erfahrung zu teilen miteinander. Und ganz kurz. Hallo. Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit. Und wir wollen vielleicht 10 Minuten, wenn Sie Ihre Meinung haben, Ihre Empfindungen, können Sie mit uns allen teilen. Sie haben ja zu zweit jetzt diskutiert, Ihre Meinung ausgetauscht. Und darüber, wenn Sie ein besonderes Anliegen haben oder Empfindungen, dann bitten Sie, mit uns allen zu teilen. Wie wichtig das ist, was das vielleicht, wie Sie empfunden haben generell. Wenn Sie speziell irgendetwas empfunden haben oder was neu entdeckt haben nach diesen Diskussionen zu zweit. Wir werden ein paar Minuten geben, wenn Sie mit uns teilen würden, würden wir uns sehr freuen. Es ist schwierig aufzustehen, tut mir leid. Wie Sie geschildert, also Doktor gesagt haben,
Es war etwas schwierig, gleich eine Empfindung zu erfahren oder etwas zu hören. Aber der Wert dieses Mitgefühls ist in der Gesellschaft ist wichtig. Und wenn das in der Gesellschaft verloren ginge, das ist außerordentlich, das ist sehr traurig. Wenn man schaut, wie die Gesellschaft, wenn man in der Gesellschaft nur wirtschaftliche Enden, wenn man sagt, wenn ich ihm geben und wenn er dafür erhalte ich diese Gedanken, wenn man nur so etwas haben und wenn man von dem weggeht, wenn jemand anders das hilft, den anderen, diese Gedanken. Wenn man solche Gedanken nicht haben, wenn wir keine Gedanken haben, den anderen auch zu geben oder mit anderen zu teilen, das wäre sehr arm, dann das ist außerordentlich zu werden. Deshalb ist die Empfinden, in Mitgefühl empfinden, ist es in der Gesellschaft, ist es außerordentlich wichtig. Ohne dieses Mitgefühl ist es, werden wir in der Gesellschaft sehr arm sein. Auch wir müssen nicht große Mitgefühl entwickeln oder so, dass Bodhisattva oder solche Gedanken brauchen wir nicht. Nur einfach innerhalb der Gesellschaft, diese Freundlichkeit, Mitgefühl in der Gesellschaft. Das ist, wenn Sie sehen, in der Gesellschaft, wo es ist gut, wenn die Leute zusammen gut zusammen auskommen, das ist nur dank dem Mitgefühl und Freundlichkeit, dank diese beiden. Gibt es noch andere, die zu Wort melden möchten? Nein. Ich habe meine Augen geschlossen, als ich ich habe einfach die Frage gestellt, warum bin ich hier? Was ist Dankwesen? Was bin ich da? Und ich bin in den 60er Jahren hier angekommen. Und dann habe ich einfach festgestellt, dass dank der Schweizer Volk, Schweizer Volk und Privatpersonen, dank ihnen sind wir hierher gekommen und konnten hier kommen und ich konnte hier mein Leben aufholen. Das hat mich sehr bewegt. Und dann habe ich gefragt, was habe ich Freundlichkeit oder habe ich ein komisches Gedenken? Als ich einmal nach Indien auf der Reise war, hatte ich eine Empfindung gehabt, eine Erfahrung bekommen. Da habe ich einen Kuli, einen Träger getroffen, der hat mein Gepäck getragen und er ist sicher viel älter als ich, nicht jünger. Und ich habe die Frage gestellt, wie alt er sein könnte und wie er sich da abkrampfen muss. Und dann ist mir automatisch, habe ich ihm einfach mehr Geld gegeben, als er verlangt hat. Dann habe ich in seine Augen, seinen Ausdruck im Augen und die Freude, die er in seinen Augen gesehen habe, das ist eine Empfindung, diese freudige Empfindung, die ich, das vergesse ich nie. Gefühl von Emotion. Und diese gemeinsam, diese Emotion ist nicht nur eine halbe Teil, sondern eine gesamte Gefühl,
wo trifft einfach die Mitte von unseren Herzen. Sie erzählt eine andere Geschichte mit anderen Emotionen, aber es gibt die Mitte, diese Mitte vom Gefühl, wo eigentlich lebt in uns dieser Zustand, wenn ich in der Mitte bin, dann kann ich auch mit meinen Gefühlen atmen, bewegen oder sehen oder berühren, machen, mit so vielen verschiedenen Sorten, so viele verschiedene Charaktere, so viele verschiedene Menschen, so viele verschiedene Geschichten. Die Mitte ist die gleiche für alle. Es ist einfach im Eins. Und danke. Vielen Dank. Wie habt auch und in den beiden uns eure Empfindung weitergegeben. Das ist, was mir hier aufgefallen ist, das Mitgefühl ist außerordentlich wertvoll ist und wichtig ist. Wenn wir aber kein Mitgefühl und Liebe haben, dann ist das nicht nur für sein eigenes Leben nicht irgendwie nicht so schön oder nicht, und auch in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft, das ist ganz klar. Das haben wir auch hier nach dieser Diskussion gesehen, und wenn man auch aus unserer eigenen Erfahrung, das können wir außerordentlich klar sehen. Deshalb hat Dalai Lama diese Säkularethik erwähnt, und es gibt drei Punkte, die Dalai Lama den eigene Erfahrung oder die allgemeine Gefühl. Und auch von der wissenschaftlich gibt es auch eine Erfahrung, diese, das sind die drei Basis, die in der Säkularethik vorhanden ist. Und das diese wertvolle, das, was bei uns menschliche Wesen vorhanden ist, das ist Mitgefühl und Liebe. Ich werde Ihnen eine ganz kurze Geschichte, wie das entstanden ist, das werde ich kurz Ihnen diese Entstehung dieser Seelen geben, ganz einfach und zusammengefasst. Auch vorher kurz zusammen hat Tenzin Sebo zusammengefasst. Also Dalai Lama hat vor etwa 40 Jahren, seit 40 Jahren, hat gesagt, um persönliche oder all die Gemeinschaft auf dieser Welt, dass wir ein gemeinsames Freundlichkeit und zusammen leben können. Das ist nicht nur für äußere, also die materielle Entwicklung ist nicht einzige, die uns weiterbringt, sondern wir müssen auch eben so wie die externe Entwicklung weiterkommt, genauso müssen wir auch den inneren Werte aufbauen, weil sonst werden wir unser Problem nicht lösen können. Wie können wir dann unsere inneren Werte aufbauen? Wie können wir sie erkennen? Und das ist, was Dalai Lama seit Jahren mit uns hat er mit uns diskutiert, mit vielen Wissenschaftlern. Und vor allem auch mit Psychologen und auch Pädagogen hat er mit uns zusammen seit Jahren diskutiert, und wie wir das zusammen eine Möglichkeit geben können, uns allen. Und deshalb haben wir diese Säkularethik haben wir zusammen aufgebaut. Und er hat gesagt, es muss man unbedingt eine Revolution, quasi in eben eine geistige Revolution müssen wir hier haben. In Englisch wird das spirituell gemeint. Aber hier ist gemeint
Wert unseres Gedanken, unser Mitgefühl, unser Wert, die menschliche Werte, das hat er gesagt, das ist außerordentlich wichtig. Den gemeinsame menschliche Werte, das ist, oder wir können auch Spiritualität sagen, aber dass man in unserer Gemeinschaft, dass man das aufbauen kann und dass alle das mitbekommen und verstehen. Also unabhängig von, ist nicht nur unabhängig von einer Religion, so ob jemand religiös Anhänger ist oder nicht, dass alle diese menschliche Werte zusammen empfinden. Und wenn wir dann diese Werte anschauen, zum Beispiel eben Liebe, Mitgefühl, und wie können wir uns ethisch weiterentwickeln, und wir können Selbstregulation und so weiter aufbauen können. Und das sind die Werte, die wir alle gemeinsam haben. Und das sind Punkte, die wir in unser Seellernen speziell aufgenommen und zusammen aufgebaut. Und 2015 hat Dalai Lama diese säkulare Ethik, diese Rahmen, der Rahmeninhalt wurde abgeleitet von seinen Schriften, seine Rede über diese säkulare Ethik. Und der Basis hat auch Dalai Lama hat ja sehr viele Bücher aufgeschrieben. Ein Millennium, ein Beyond der Religion hinüber, also über den Religion. Das sind alles Bücher, von denen wir diese Inhalte rausgenommen haben. Und diese Werte, die Dalai Lama hier aufgezeigt hat. Und sehr viele Wissenschaftler haben wir zusammengekommen, also sehr lange, also seit Jahren haben wir zusammengesessen und auch von der wissenschaftlichen her, wie wir das sehen und wie können wir das weiterentwickeln in Zusammenarbeit mit Dalai Lama, wie wir das zusammen aufbauen. Und diese Bücher, die Sie hier sehen, zum Beispiel Religion, Beyond Religion, das sind alles Werte, die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern zusammen entwickelt wurde. Und er hat das auch so aufgeschrieben. Deshalb ist das Seellernen. Und das ist der Inhalt. Und wie ist die Rahmenstruktur aufgebaut? Also diese Rahmenstruktur haben wir. Also wir haben von Daniel Goleman und Peter Senge, die beiden, haben sie ein kleines Buch rausgegeben. Und das ist die Struktur anhand von dieser aufgebaute, heißt es, dreifache Fokussierung an der Triple Focus gemeint. Und das sind die drei Punkte, die drei Zielsetzungen. Innere und von äußere Fokussierung, und das ist dann der Teil, das ist die äußere Fokussierung. Also die drei Objekte, also diese Fokussierung, das ist die Rahmenstruktur, zum Beispiel in der Gesellschaft, oder vor allem in. Und das sind alles in diesem Buch zusammengefasst, und das ist unsere Basis, unser Struktur-Framework. Und darauf haben wir dieses Seelernen aufgebaut. Was ist ein Seelernen hier? Und, also das sind die drei Dimensionen. Ein umfassender Rahmenwerk und Lehrplan, um den Kindern, um den Gewahrsam und Mitgefühl und Engagement
beizubringen. Wie Sie sehen, das sind hier zwei Abbildungen. Das ist die persönliche. Das gibt es hier drei Bereiche. Das ist persönlicher Bereich. Das ist innere Fokus. Der innere Fokus wäre hier gemeint. Da haben wir den, Aufmerksamkeit und Selbstwahrnehmung und die Empfindungen, diese emotionale. Vielen Dank. Also die persönliche Erfahrung, die werden in diesem Bereich aufgezeigt, also Selbstwahrnehmung. Und sie beobachten ihre persönlichen Empfindungen. Und wenn man diese Empfindung nicht erfahren, wenn man so eine Selbstwahrnehmung haben, wenn sie nicht diese Aufmerksamkeit haben, zum Beispiel Angst oder so Empfindungen, Depression, die sie haben, wenn sie das nicht irgendwann können, haben sie nicht die Möglichkeit, eine Selbstregulation durchzuführen. Deshalb ist es in diesem Bereich, im persönlichen Bereich. Und dann in unserem Leben gibt es ja verschiedene Probleme. Und hier haben wir viele Probleme, die wir sehen. Einerseits ist das zum Beispiel, sie werden verrückt wegen irgendeiner Person. Es gibt auch Möglichkeiten, dass sie sich selber wütend werden. Sie fühlen sich nicht wohl, sie fühlen sich schlecht. Und wenn sie selbst nicht so wohl fühlen, wenn sie einen schlecht über sich denken, dann haben sie, sollte man, wenn sie diese, dann heißt, sagt man, ein Selbstmitgefühl entwickeln können, Selbstmitgefühl. Wenn sie eben Probleme haben, dass sie das ihre eigene Werte, die sie auch aufzeigen können, also Selbstmitgefühl entwickeln können. Das muss man selbst erkennen zuerst, um auch mit dem auseinandersetzen zu können. Zum Beispiel eben, damit sie sich nicht selber schlecht finden und so. Das muss man zuerst die ganze Ablauf selber erkennen. Und hier bei dem Engagement, bei dem Bereich Engagement, da ist es so, dass man dann eine Selbstregulierung entwickeln kann. Dann haben wir hier Bereich, zum Beispiel soziale Bereich. Da hier sind zum Beispiel, wir haben ja diese zweite Punkt, das ist nach außen sehen, auf andere, das ist so gemeint, auf andere Objekte, auf andere Personen fokussieren. Man muss auch das Problem, den Zustand von den anderen müssen wir auch erkennen lernen, also wahrnehmen können, weil wir in Gesellschaft mit Leuten zusammenkommen und zusammenarbeiten müssen. Darum ist es wichtig, dass wir auch hier dann eine zwischenmenschliches Gewahrsam entwickeln, zum Beispiel in ihrer Familie oder am Arbeitsort, es ist ihre Umgebung drumherum, müssen wir auch den Zustand der anderen auch kennenlernen. Und das muss man auch, heißt es deshalb hier, ein zwischenmenschliches Gewahrsam entwickeln. Wenn man diese entwickelt haben, dann müssen wir auch hier, sehen wir auch, dass andere Probleme haben. Und wenn man diese Probleme erkannt haben, dann können wir hier dementsprechend ein Mitgefühl für andere entwickeln. Deshalb das Mitgefühl für andere. Deshalb diese Mitgefühl für andere ist außerordentlich wichtig in der Gesellschaft, im Sozialen. Und so können wir dann als Engagement noch in der Dimension Engagement und Bereich Sozial können wir die Zwischenbeziehungskompetenz entwickeln, zum Beispiel bei Ihrem Arbeitsplatz oder Ihren Nachbarn.
ob man mit ihnen zusammen auskommt oder so, das ist diese Beziehungskompetenz weiterzuentwickeln. Das ist, wenn man von klein aufsteht, aber man kann das natürlich ausweiten, global ausweiten. Das ist auch eine Möglichkeit, eben diese Zwischenbeziehungskompetenz aufzubauen. In Gesellschaft können wir dann natürlich gute Harmonie und Zusammenarbeit aufbauen, wenn sie die Beziehungskompetenz entwickelt haben, damit auch die Gesellschaft, damit sie auch mit den Nachbarn oder sonst auch global gesehen, dass es eine bessere Zusammenarbeit. Und wenn Sie das systemisch anschauen hier im Bereich, das heißt die Anerkennung von Wechselbeziehungen, und auch zwischen, wenn man von, wenn diese Anerkennung von Wechselbeziehungen erkennt haben, erkennen, dann sehen Sie, wir können auch, wenn Sie ein Problem haben, dass man auch diese all die anderen Dinge anschauen, was für Probleme, warum diese Probleme zusammengekommen ist. Und wie können wir dem entsprechend auch und dagegen handeln? Für das muss man ein bisschen von einer weiteren Sicht aus sehen. Und das können wir nur, denn wenn Sie eine Anerkennung von Wechselbeziehungen haben. Deshalb ist es hier außerordentlich wichtig, das zu verstehen. Und dann haben wir hier System und Mitgefühl, zum Beispiel Ihre Familienmitglieder oder Arbeitskollegen, Nachbarn und so weiter. Wenn man nicht nur von hier, sondern auch global ein bisschen weiter, weitsichtig anschauen, dann können Sie hier sehen, dass wir erkennen gemeinsame Menschlichkeit, dass alle nicht leiden wollen, sondern alle wollen auch glücklich sein. Ebenso mit wem sie auch zusammen zu tun haben, dass alle die gleiche Problem haben. Wenn wir einen menschlichen Körper angenommen haben, das ist das selbstverständlich, das ist Natur der Dinge, dass wir Problem haben. Aber man muss das auch etwas global anschauen. Das ist anerkennt, diese gemeinsame Menschlichkeit. Und wenn man dieses Gefühl entwickelt hat, dann können wir natürlich hier weitergehen, auch weiter unsere Gedanken spinnen, zum Beispiel gemeinschaftsbezogenes oder globales Verpflichtung oder Engagement, dieses Gefühl entwickeln. Das ist vielleicht etwas von weiterer Sicht aus gesehen. Wenn man für anderen das Denken und Mitgefühl für anderen entwickelt hat, dann können wir das alles dann zusammen anschauen, dieses gemeinschaftsbezogenes und globales Engagement in der Gesellschaft. Wir sehen die zusammen, wie die Entwicklung in Gesellschaft ist und dass es wichtig ist, dass man eben dieses global bezogenes Engagement entwickeln. Deshalb ist hier in unserer Seelen ist ein sehr wichtig ist, dass da diese drei diese Bereiche, diese Dimensionen, diese drei Mitgefühlen, in denen man diese Erkenntnis erlangt hat, muss man eben versuchen, das immer weiter zu entwickeln. Und diese Mitgefühl auch für sich selber entwickeln und auch für alle. Und hier sehen Sie, dass für alle gleich, das gleiche Problem ist und dass wir die global ansehen. Und diese Beziehungskompetenz, wenn Sie entwickelt haben, dann können Sie auch hier diese Gemeinschaftsbesorgnis, also von globale aus gesehen, nicht nur in kleinen Kreisen, dann können Sie dieses gemeinschaftsbezogenes globales Engagement entwickeln. Und deshalb hat sie schön diese Lernen, das sind die drei wichtige Punkte. Was wichtig ist,
das ist die innere Werte, die wir entwickeln müssen. Also das ist einer der wichtigen Punkte von Sie lernen, wenn Sie sehen, hier haben wir ein erworbenes Wissen, also die Fähigkeit, mit Anleitung oder aufgrund von erfahrungsbasierten Lernen Wissen anzueignen. Also das heißt erworbenes Wissen, also durch Erfahren, also durch Hören. Dieses Verständnis ist allein nur diese Erkenntnis allein nützt es nicht. Deshalb müssen wir ein entscheidendes Einsicht erlangen, weil wir das mit Gefühl und Liebe wichtig sehen. Deshalb müssen wir diese persönlichen Aha-Momente, die sich aus eingehender und Auseinandersetzung und Analyse ergeben. Also das heißt, man müsste das analysieren, das ganze Verständnis, um ein vertiefes Verständnis zu erlangen. Und dann kommt es als letztes am verkörpertes Verständnis, also Familiarisieren von diesem Verständnis, dass es so familiarisiert wird, eine Gewohnheit wird. Diese drei Punkte, diese Verständnis, ist es außerordentlich wichtig. Sehr wichtig ist eben, dass man das analysiert, was man gelernt hat, was man verstanden hat. Und das ist also nur diese entscheidende Einsicht erlangen. Und dieses verkörperte Verständnis ist gemeint Verinnerlichung und Familiarisieren von diesem Verständnis. Deshalb ist es ist wichtig, dass hier eine hinterfragende des Denken entwickelt. Und das ist auch so wichtig, auch hier in Wissenschaft oder westliche Denken, ist das sehr hinterfragende. Also in buddhistischen Klöstern sieht man, dass man diese hinterfragende Denken und Diskussion ausgebreitet ist, also entwickelt ist. Also hier geht es darum, dass die Schüler selber hinterfragen, dass sie selber durch Hinterfragen verstehen. Und ebenso jeder kann man auch zusammen mit der Sicht, also eine wissenschaftliche Perspektive oder Sichtweise entwickeln. Wie können wir aus der Wissenschaft herauslesen? Wie können wir und Sie wissen ja, dass eben, es gibt ja sehr viele wissenschaftliche Schriften und Artikel, die können wir auch zu Nutzen nehmen, und damit wir eben diese wissenschaftliche Perspektive auch nehmen. Und hier geht es darum, das nachdenkliches oder reflektierende Praktiken oder Übung, das heißt, das darüber Gedanken machen, meditieren, sondern dass es wirklich zu eigen wird, dass man darüber öfters, man kann auch darüber meditieren, öfters darüber Gedanken machen. Und ebenso dann, hier haben wir engagierte Bildungspädagogie gemeint. Das ist wirklich, dass man hier alle gemeinsam diese Diskussion führen, was für Probleme gibt es, wie können wir das zusammen gemeinsam, dieses Problem lösen. Das sind vier Punkte, die in allen Lehrbereichen kommen. Und heutzutage in westlichen Gesellschaft zum Beispiel, was Sie mehr fokussieren auf Ihr Lerngebiet, ist das äußerliche Wert, also das Materielle. Das ist ja unser jetziges Lehrsystem, das, damit die Äußere besser entwickelt. Und deshalb werden auch die inneren Werte vernachlässigt. Und deshalb haben wir sehr viele Probleme, auch innerhalb im Westen. So sagen wir, vor 30 Jahren, 35 Jahren her, haben viele gesehen, dass das,
dass diese emotionell in die Glück geht. Diese Lehrmeinung werden wichtig gefunden und sozial intelligent, die werden sehr wichtig angenommen auch heutzutage. Und deshalb haben wir hier dieses sozial-emotionale Lernen, haben wir so einen Lehransatz aufgebaut. Das ist sehr verbreitet hier momentan in den sozial-emotionalen Lernen. Es gibt sehr viele Organisationen und Leute, die mit dem auseinandersetzen. Deshalb fragt man vielleicht, warum braucht man dann zusätzliches sozial-emotionales und ethisches Lernen? Was gibt es dann in diesem C-Learning etwas mehr? Was gibt es hier Zusätzliches? Hier gibt es sehr viele Neuigkeiten. Es bereichert die bestehenden Ansätze des sozial-emotionalen Lernens ab. Daniel Goleman hat auch dieses Buch, dort wird das auch ganz klar, diese Aufmerksamkeitstraining oder Schulung hat er auch in seine Sozialintelligenz und emotionale Intelligenz hat er das aufgenommen, dass man das wichtig ist, diese Aufmerksamkeitstraining oder Bildung. Also diese Meditation in Aufmerksamkeitsmeditation, Wahrnehmungsmeditation. Was sie auch machen, es ist wichtig, dass sie konzentriert und ohne dass es abspannt, dass man darauf fokussieren kann, ob sie im Privat, im Geschäft oder so, ist es außerordentlich wichtig. Dieser Geisteszustand, dass man diese Bewusstsein oder Geist ganz klar fokussieren kann, das ist in Wissenschaft, in der Psychologie werden das auch wichtig angesehen und darüber noch weiter geforscht. Und zum Beispiel mit und Gefühl und Liebe, SEL, also Sozial- und Emotionen lernen, gibt es tausende, hunderte von Büchern, aber das sieht man, unsere Punkt jetzt hier, Aufmerksamkeitstraining oder so, das ist nicht so stark entwickelt dort. Also diese Mitgefühl und Mitgefühl und Fürsorge. Das sind in unseren Seelenlehren vorhanden oder diese ethische Verpflichtung und Engagement, dieses ethisches Verhalten, wie können wir das weiterentwickeln? Das ist auch in Zielen oder diese belastbarkeitsorientierte Praxis, das wird Zündler nachher uns weitergeben. Und hier dieses Systemdenken, das ist in unseren Seelenlehren vorhanden. Man muss nicht nur ein klein denken, sondern etwas Globales denken. Dalai Lama sagt auch, wenn man von weitem ein bisschen zurückgelehnt anschauen, dann können wir unser Problem besser lösen. Und deshalb haben wir hier dieses Systemdenken eingebaut in unsere Seele. Das ist eine unserer Hauptmerkmale. Also in C-Learning. Also diese Beyond-Realität hat Dalai Lama hatte zwei Posten, zwei Säule erwähnt. Also von diesem, wenn man diese zwei Punkte, dann hat er gesagt, dann ist es ethische Verhandeln ist da. Das ist Commonhuman, das ist Gemeinsamkeit an den menschlichen Werten. Dass wir diese Anerkennung von Interdependenz, also Wechselbeziehungen, Interdependenz und die zwei sind, wenn sie beide
entwickeln können, dann können wir sehr gut mit Gefühl und Liebe entwickeln und auch ein ethisches Verhalten besser verstehen und aufbauen. Wollen wir jetzt noch einen kurzen Einschritt und okay, dann lassen wir es, weil wir haben. Wir können machen, wie Sie wollen. Wir können kurz vielleicht das versuchen, hier diese Step-in, Step-out zu machen, also diese Schritt ein und Schritt aus. Das ist ein von C-Learning, ein Spezialpunkt von C-Learning, deshalb wird das Karma uns hier mit uns das machen. Also ich bin dabei, mich weiterzubilden mit den C-Learning, deshalb habe ich diese Aufgabe übernommen und sie haben gemeint, ich soll vielleicht diese Aufgaben übernehmen. Das, was wir jetzt machen werden, ich habe eine Frage. Das ist, ich habe hier auf, für die Kinder aufgebaut. Ich werde eine Frage stellen und wenn Sie finden, das ist okay, dann können Sie aufstehen oder Sie können auch Ihre Hände aufhalten, aufheben. Was ich zuerst fragen möchte, ist, wenn Sie irgendeinen Geschwister haben, wenn Sie jemanden Geschwister haben, können Sie bitte die Hände aufheben. Ja, und schauen Sie mal herum, wie viel sind hier die Hände auf? Also die Frage war, ob man vom gleichen Eltern stammt, also vom gleichen Eltern gemeint ist. Ja, es gibt ja, es gibt Patchwork-Familie, aber Sie können, wenn Sie einfach Geschwister haben, wenn Sie auch diese als Ihre... Ja, aber die Bäder werden bis siebte Generation als Verwandten angesehen. Also eine andere Frage. Wer hat gerne Pizza, der soll Hand aufheben. Wer hat gerne Pizza? Soll bitte Hände aufheben. Ja, schauen Sie mal bitte herum und gibt es, wie viel gibt es? Gibt es viele, die Pizza gern haben? Ob es Tibeter oder auch Schweizer, die hier in der Schweiz leben, die in der Schweiz leben, alle, also auch. Ja, vielen Dank. Wer kommt aus Deutschland oder wir haben aus Deutschland hier, die speziell Interesse gezeigt haben, bitte händen Sie ihre Hände hochheben. Vielen Dank. Die sind extra speziell hier mit ihrem Interesse gezeigt und wir bedanken uns für ihr Interesse und herzlich willkommen. Noch eine Frage. Wenn es Jugend ist, Jugendliche, soll die Hände aufheben, wer Jugend ist, noch jugendlich fühlt oder Jugendliche oder Kinder oder wer sich als Jugendliche fühlt, ja bitte Hände hoch, wer als sich, also bitte, ich meine bis 21 sollen Hände aufheben bitte und schauen Sie mal dann bitte herum, wenn Sie sehen, wenn wir so zusammenkommen. Wir haben jetzt hier klar gesehen, dass nicht alle aufhalten. Wenn eine Frage gestellt wird, nicht alle ihre Hände aufheben. Und Sie haben das festgestellt, dass nicht alle. Wir sehen, dass es verschiedene Arten gibt, verschiedene Möglichkeiten. Was ich zuletzt noch fragen wollte, Wer will lieber fröhlich fühlen und nicht traurig? Wer möchte gerne fröhlich fühlen und nicht traurig? Wer lieber glücklich ist als traurig?
Wenn ich traurig und glücklich bin, dann bitte schauen Sie mal noch einmal herum. Sehen Sie einen Unterschied? Was sehen Sie? Was gibt es Unterschied? Wenn wir in der Schule so etwas durchführen, dann merken Sie, sollen Sie merken, dass es alle anders sind, aber alle möchten gerne Mitgefühl und Liebe wollen alle haben, alle wollen glücklich sein. Das sehen wir und das werden auch, das machen wir auch in der Schule so. Wir haben auch noch eine andere Frage, bitte Handy aufheben, die gerne mehr freundlich sind und nicht, ich habe das mal als Erklärung, Sie müssen nicht Handy aufhalten. Das sieht vielleicht wie ein Spiel aus, aber es gibt ein Ziel, Learning hat eine Zielsetzung, dass die Kinder zum Beispiel Mitgefühl entwickeln, warum sie, damit sie verstehen, damit sie ihre Erfahrungen besser verstehen und dass sie gemeinsam das sehen können, was Mitgefühl und Liebe, dass alle Mitgefühl und Liebe möchten. Und in so eine Gemeinschaft, in so eine Schulklasse, werden automatisch, dass die Schüler eine neue Regel aufstellen und sie können besser anpassen, weil sie sehen, dass alle Gemeinsamkeiten haben. Und das ist diese Learning, eine Punkt. Bitte, wenn Sie was zusätzlich sagen möchten, bitte geben Sie noch, Zündula wird hier noch ein paar Kommentare geben. Wir haben etwa 9-10 Minuten Zeit. Ich werde nicht alles durchnehmen können. Wir haben ein paar Bücher ausgegeben. Wir haben hier ein gelbes Buch, das ist für allgemein die Philosophie und Hintergrund von diese und wissenschaftliche Studien haben wir hier eingebaut. Und jede Lektion, also Erfahrungslernen, es gibt etwa 40 verschiedene Lektionen. Und in jeder Lektion gibt es diese 9, hat Gisela vorher erklärt, diese 9 Punkte, 9 Faktoren, also Bereich und Dimensionen. Wir versuchen mit den Schülern, um diese 9 in den Schülern ihnen beizubringen und dass sie das erkennen und weiterentwickeln können. Und sie können. Sie können runterladen von Internet diese Bücher und Sie können diese dann auch in Internet sehen. Und deshalb kann ich nicht alles erklären. Wie Sie Gisela erklärt hat, es gibt diese 3 Dimensionen und 3 Bereiche. Diese 3 Dimensionen, das sind 3, die innere Werte, diese Gewahrsam. Das ist ein Punkt. Die zweite ist Mitgefühl und die dritte ist, im Buddhismus heißt es ja diese Methode und Weisheit. Dann können wir bearbeiten oder Engagement wird hier. Und wenn man diese 3 Punkte erkennt hat und lehrt, dann sehen Sie, Sie können sie besser das verstehen. Dann gibt es 3 Bereiche, zum Beispiel persönliche oder gesellschaftliche und mal dieses System, dieses globales Denken. Und das sind die 3 Bereiche. In diese 3 Bereiche, diese Gewahrsamkeit, wenn man das nach innen schaut, seine innere Gefühle, da gibt es körperliche und geistige Entwicklung und Gefühle. Je mehr Sie da verstehen, das erkennen, können Sie Ihr Problem lösen. Und wenn Sie eine Emotion haben und das gleich erkennen, können Sie besser mit dem auseinandersetzen. Sie können das dann minimieren. Und diese Gewahrsamkeit, die innere,
diese Gewahrsam muss es, was können wir dazu beitragen? Das ist diese Einzielgerichtete, weil unser Bewusstsein ist wie, der geht überall und wir fühlen das, aber wir können diese Gefühle können wir nicht verstehen oder wir können gar nicht wahrnehmen. Diese Mission, Emotionen, wenn der erste, wenn zum Beispiel Wut oder depressiv und so weiter, die verstehen wir nicht gleich. Wir fühlen etwas nicht wohl, aber wir verstehen das noch nicht. Und das entwickelt sich. Wenn diese Emotionen stark entwickelt, dann wird das körperlich, verbal körperlich wird das rausgekommen. Und deshalb ist dieses ein zielgerichtetes Fokussieren, können wir diese. Und wie können wir diese nun ausbilden? Diese hier sehen Sie Abbildung von Samatha Aufmerksamkeitsübung. Es gibt zwei Möglichkeiten, haben wir dazu muss ich erinnern. Eine sind diese Bewusstwerden. Diese beiden müssen wir, deshalb müssen wir unser Gewahrsam auf und das Erinnern, was ist das? Was für ein Objekt ist, wenn man darauf fokussiert, dann muss man darauf fokussiert bleiben können, ohne dass es abgeschweift wird. Wenn wir arbeiten, unsere Arbeit, wenn man das darauf fokussieren und darauf arbeiten, konzentriert haben, und das ist, das ist Gewahrsein. Wenn dieses Bewusstsein weg ist, wenn unser Gedanke weg ist, dann das sofort erfahren, diese Gewahrsam, der erfährt dann, dass es ihr Bewusstsein weg ist. Von wo kommen wir jetzt diese Entwicklung? Das ist, wie können wir das nun? Hier sehen Sie nun diese Abbildung, haben Sie sicher auch gesehen. Dieser Elefant ist der Bewusstsein, der geht zuerst überall, der ist anfangs schwarz. Und um dieses Bewusstsein, um das klar und bewusst bleibt, deshalb müssen wir die beiden Gewahrsamkeit und Bewusstsein müssen wir auf einen Punkt bringen. Also vor allem für die Schüler, wenn man das erklären, ist es schwierig. Deshalb können wir mit den Schülern spielen. Wenn 5, 6 Jahre alte Kinder sind, lassen wir die Kinder auf dem Boden schlafen. Und dann lassen wir ihre Kinderspielzeug, also Puppe, und dann lassen sie auf den Bauch. Und so sagen wir, wenn sie auf und runter geht, sollen sie darauf konzentrieren, 10 bis 15. Und das sind so Arbeiten, die wir mit den Kleinkindern durchführen. Und hier sehen Sie, unser Bewusstsein klar wird und wenn wir fragt, weshalb müssen wir unser Bewusstsein Klarheit machen, das ist unser Bewusstsein ist, um zu verstehen, wie wir unsere Empfindungen, wie die Empfindungen entsteht und in unserem Körper, wie wir uns fühlen. Und hier ist, wenn ein Bewusstsein, ganz feines Bewusstsein entsteht, und das zu verstehen, schon Anfang an, diese Entstehung von diesem feinen Bewusstsein. Und mit dem einsgerichteten Konzentrationsmeditation können wir diese erkennen, diese Anfang von diesem Bewusstsein. Wenn man aber das nicht vorher erkennt, dann wird das immer größer und größer. Das ist so wie von einem Funken, der zu einem Waldbrand wird. Wenn man diese Funken nicht vorher schon unterbindet, wenn man das nicht vorher schon stoppen kann, dann kann das zu einem Waldbrand entgehen. Und dann ist es zu spät fast. Und deshalb muss man diese Funken vorher ersticken, so genau wie ich vorher gesagt habe, diese Bewusstsein muss man fokussieren können. Das ist wichtig. Jetzt haben wir nur. Und der zweite ist, wir haben ja vorher gesagt, dass ein Bewusstsein, ein Fokussieren auf ein Bewusstsein, haben wir gesagt.
in unser Gefühl, in unserem Bewusstsein kommt ja diese verschiedenen Emotionen. Dann müssen wir feststellen können, wie entsteht das. Und wir haben gesagt, hier die Projektion von schädlichen Emotionen führen, wie das dazu kommt. Das heißt, Ereignis, zum Beispiel, wenn irgendein Ereignis ändert, dann müssen wir dagegen entgegenwirken. Zum Beispiel hier sehen Sie, zum Beispiel, wenn Sie einen Tee haben und Sie gehen und dann jemand schubst Sie und wenn das Tee ausgeleert wird oder Kaffee und dann werden Sie gerade richtig wütend, weil das heiße Wasser über Sie gegossen wurde und dann werden Sie sauer. Und was werden Sie dann machen? Oder dann werden wir natürlich, frag mal sofort, sind Sie blind? Bist du blind? Warum hast du nicht geschaut? Was ist der Grund? Das ist dieser Zusammenstand. Was ist nun deine Emotion? Das ist diese Empfinden, sich wütend werden. Gibt es jetzt hier eine Verbindung? Gibt es eine Verbindung? Nachdem er gesagt hat und sagte, oh, sorry, Entschuldigung, ich bin blind. Er ist natürlich blind und er ist angestoßen und darum ist das Tee ausgeleert. Aber jetzt hat diese Fräulein gemerkt, dass er blind ist. Dann sagt er, oh, okay, sie entwickelt eine andere Beziehung zu diesem Ereignis. Wenn natürlich diese Blinde, das ist die Blindheit, die hier eigentlich verursacht hat und da können wir nichts unternehmen. Aber das, bevor es dieses Problem entsteht, ja, Sie sehen, diese Fräulein ist natürlich, hat ein Unbehagen gefühlt, frustriert, ist wütend geworden. Also die Ursache, dieses Ereignis und diese Emotion, diese. Wenn man die fragt, gibt es Ereignisse, gibt es Emotionen, dann gibt es sicher hier noch andere Einteilungen. Es gibt ein Bewusstsein, die bevor diese Emotion entstehen, gibt es ein Bewusstsein, das sagt, ist es schlecht oder negativ. Dieses Ereignis hat jetzt eine schlechte Handlung ausgewirkt und wir können auch jetzt hier einbauen, indem sagt, wir können ja darüber Gedanken machen, ist er blind oder blöd oder und diese Empfindung, das bewirkt, dass diese Emotion entsteht und dann diese Unbehagen entsteht. Wenn man aber diesen ganzen Ablauf versteht, dann können wir diese Selbstregulierung einbauen, bevor es sich wütend wird. Und kann man vielleicht Gedanken machen, er hat mich angestoßen. Man kann ja darüber Gedanken machen, wenn man diese Gedanken einbauen kann, bevor man sich gleich wütend wird und fragt, ob du blind bist. Dann gibt es hier natürlich zwischen Ereignis und den Handlungen, also diese Ursache, Wirkung oder Emotion entsteht, ist ein bisschen auseinandergegangen. Also das ist weiter auseinandergerückt und deshalb kann man vielleicht diese Brücke einbauen, indem man eben diese Selbstregulation einbaut. Man kann eben dann zwischen diese Ereignis kann man darüber Gedanken machen, Mitgefühl, Liebe. Und wenn man diese Entwicklung gleich kommt, dann wird man nicht gleich wütend. Jetzt haben wir natürlich sehr wenig Zeit. Jetzt wollen wir darüber Gedanken machen. Es gibt drei Punkte, diese drei Bereiche, die haben wir so haben wir zusammen über diese Dimension und Bereich haben wir 9 Punkte aufgebaut. Das sind alles, und die all die sind in unser Buch eingebaut und wenn
in unser Programm ist das ein zusammengefasst jetzt, damit Sie etwas von unserer Seelenlehren erfahren können. Und wenn Sie dann Fragen haben, werden wir Ihnen die Gelegenheit geben. Vielen Dank. Bis 8.30 Uhr, etwa 25 Minuten, haben wir jetzt Zeit. Falls Sie Fragen haben, haben Sie hier die Möglichkeit. Wenn Sie schriftlich machen möchten, haben wir hier Zettel auf den Tisch gelegt. Oder Philipp und Denzin werden Ihnen das einsammeln. Wenn Sie nicht mündlich stehen wollen. Wenn Sie Fragen haben, bitte. Es sieht so aus, dass alles klar war. Dann hat Gisela hat sehr gut gearbeitet. Der Abt von Tibetinsut hat eine Frage. Ich habe eine gegenteilige Frage, eine Frage, die vielleicht, wenn ich Buddhismus erkläre bei den Tibeter Gemeinschaft, dann stellen sie viele Fragen. Und deshalb ist ja so, dass in der Tibet-Gemeinschaft werden wir von klein auf aufgezogen, dass wir höflich sein müssen, ethische Verhalten einprägen müssen. Aber wenn man in der Gesellschaft umsetzen wollen und wenn man nicht gut überlegt, dann hat man das Gefühl, dann werden wir immer etwas, man wird zu kurz kommen, wenn man zu stark ethische Handlung gibt es diese Überlegung, dass man dann zu kurz kommt, wenn man dann zu positiv verhält. Und in der Wirtschaft, zum Beispiel im Handeln, sieht es auch, dass man eben zu kurz kommt, wenn man zu höflich ist, zu freundlich ist, mit ethische Verhalten hier in einer Wirtschaft, ein wirtschaftliches Handeln ausüben möchte. Haben Sie vielleicht Fragen oder so? Was denken Sie darüber? Es gibt eben im tibetischen Menschen, die so denken. Wie der Herr Abt, diese Frage ist es sicher etwas wichtig, weil das haben wir festgestellt. Vor allem in der westlichen Gesellschaft haben wir festgestellt, dass kommt es immer wieder diese Frage auf, das Mitgefühl und Liebe, wenn man das zu stark entwickelt. Zum Beispiel ein Kind, der wenn ein ethische Verhalten an den Kindern erwachsen wird, also erzogen wird, dann werden sie wahrscheinlich sehr zu kurz kommen in unserer jetzigen Gesellschaft. Das denken sehr viele und diese Fragen werden in westlichen Gesellschaft viel öfters gestellt. Das ist selbstverständlich, das ist richtig so, diese Fragestellung. Aber das ist, weil man diese Mitgefühl und Liebe, diese beiden Punkte nicht genau verstanden worden ist, was das heißt. Wie Dalai Lama öfter sagt, wenn jemand Ihnen negativ handelt oder Ihnen grob ist, dann muss man klar Ihre Stellung nehmen, das ist klar. Diese Handlung muss man schlecht ansehen, aber nicht diese Person, der diese
Handlung ausübt. Das Separieren von Handlung und Handlung und wenn man die Verständnis hier besser erklärt wird, dann wird es vielleicht doch besser. Vor allem, wenn man eine Familie, wenn die Eltern haben ja gerne, haben sie ja Mitgefühl gegenüber, also Liebe gegenüber Kindern. Wenn sie sehen, dass die Kinder schlecht benehmen oder in eine falsche Richtung gehen, in eine negative Richtung gehen, dann ist es, weil sie diese Probleme sehen, in welche Richtung sie gehen und weil die Eltern dann ihre Mitgefühl haben oder Liebe. Deshalb versuchen sie ja, sie in den korrekten Weg zu bringen. Also wenn man natürlich mit Wut und die Kinder schlägt und so, das wäre vielleicht nicht der richtige Weg, aber mit Liebe und mit Verständnis versucht diese negative Handlung oder diese unethische Verhalten zu korrigieren mit Mitgefühl, dann kann man sagen, da kann man vielleicht ein bisschen besser verstehen, was Liebe und Mitgefühl gemeint. Und wenn man zum Beispiel die heutige wissenschaftliche in Geschäftsleben anschaut, wenn man den Untergebenen mit Mitgefühl und Liebe oder Freundlichkeit zusammenarbeiten würde, wird auch festgestellt, dass es eigentlich eine bessere, positivere Produkt rauskommt. Auch eine Pflegerin und Pfleger, diese Person, ihre pflegebedürftigen Leute mit Mitgefühl und Liebe behandeln, ist es ganz anders. Wenn man natürlich mit einer negativen Handlung reagiert, dann gibt es sicher hier nicht Positives, kommt Positives raus, das ist klar. Diese Fragen wird öfters gestellt, eben wie ich gesagt habe. Ist es ein Missverständnis von Mitgefühl und Liebe? Ich habe hier ich fühle mich mehr motiviert. Man kann ja selbst Liebe entwickeln. Wenn man Selbstliebe hat, kann man doch besser entscheiden, was gut ist und schlecht. Und deshalb kann man auch besser argumentieren. Man kann auch mit Freundlichkeit, mit Höflichkeit mit jemandem diskutieren. Es heißt nicht, dass man, wenn man ethisch verhalten, heißt ja nicht, dass man ruhig bleibt und ich habe das Gefühl, meine Erfahrung ist, dass man mutiger wird, wenn man mit Gefühl und Liebe handelt. Was ich fragen möchte, wollte ich Sie fragen, gibt es in der Schweiz diese Sea-Learning schon weit verbreitet? Und wenn ja, seit wann existiert das? Also bitte geben Sie selber diese Antwort auf diese Frage. Da, wo ich arbeite, es ist Sea-Learning, wo man diese einbauen kann, in ihre Schullektionen einbauen kann, diese Sea-Learning. Ich sehe selber, dass es sehr eine positive Wirkung habe ich gesehen. Und in der Schweiz, was für Erfahrung haben, vielleicht mögen Sie sagen, wie Sea-Learning in der Schweiz aussieht. Ab seit wann es in der Schweiz diese Sea-Learning schon bekannt ist? Januar 2000. Und
Peter Süßle on the homepage URC learning.ch. Sie lernen. Es ist außerordentlich wichtig, aber warum haben wir so lange gebraucht, bis wir das uns bewusst wurden? Wie lange ist das so lang gegangen? Das war die Frage. Sie lernen so wichtig, aber warum haben wir so lange gebraucht, bis wir das? Bitte fragen Sie denn. Wer hat das gefragt? Vielleicht kann es. Vielleicht hat der Kelsang oder Tenzin. Das wissen wir alle jetzt, das ist wichtig, aber weshalb haben wir bis jetzt nicht erfahren? Es ist nicht überall so. Also in der tibetischen Gemeinschaft ist Mitgefühl und Liebe sehr, sehr wichtig. Das ist allgegenwärtig. Das ist in der tibetischen Gemeinschaft so verankert, aber in der westlichen Wissenschaft, westlichen Gesellschaft ist ja, wenn man von der wissenschaftlichen Sicht anschaut, also die wissenschaftliche Interesse ist ja mehr für äußere Welt interessiert und man versucht, man gibt auch Mühe, aus von materieller Sicht her einen Nutzen zu bringen. Und das es ist schon so, eine, zum Beispiel Krankheiten und so weiter, kann man mit wissenschaftlichen äußeren materiellen Gütern den Wohlfühlen verbessern. Das ist schon so. Und deshalb, man sieht da, dass es sehr viele Entwicklungen gibt, eine positive von der materiellen Seite. Und deshalb hat man vielleicht die innere Werte ein bisschen vernachlässigt. Das ist, und aber weshalb ist jetzt die Interesse da? Das ist, auch wenn die äußere Werte, äußere Entwicklung so stark ist, aber man hat gemerkt, dass die innere Werte, innere Probleme immer größer werden, dementsprechend. Und wenn man nun von der kulturellen Seite anschaut, zum Beispiel den Nalanda Gelehrte, den Arya Deva, was er gesagt hat, so wie er auch gesagt hat, wenn man den von der materiellen Güte her auch die materiellen Güter vorhanden sind, die reich sind, haben sie Probleme, mentale Probleme. Und die, die diese sehen, anderen, die diese Güter nicht haben, haben sie dann ein geistiges Problem, weil sie diese materielle Güter nicht haben. Und das ist eben das Lauf der Dinge, also der Natur, den Samsara. Auch wenn die materielle alles vorhanden ist und die innere Wert, also innere Gefühle nicht weiterentwickelt ist. Das haben wir jetzt nun festgestellt und dann haben wir jetzt auch festgestellt, dass das etwas fehlt, wenn auch die materielle Werte, materielle Güter, materielle Entwicklung sehr stark ist. Und jetzt hat man eben von wissenschaftlicher Seite gemerkt, dass es eben etwas fehlt, diese innere Werte. Und Dalai Lama hat jetzt seit fast 40 Jahren daran gearbeitet mit den Wissenschaftlern. Wenn man jetzt das, was Dalai Lama hier mit den wissenschaftlich zusammen aufgebaut hat, und man kann wirklich sagen, dass eine neue Richtung, eine Revolution hier eine geistige Resolution, das werden wir sicher in 40, 50 Jahren später vielleicht das feststellen. Und deshalb hat Dalai Lama, ich glaube, es gibt keinen Zweifel, dass diese Mitgefühl und Liebe außerordentlich wichtig ist. Die Frage ist, in Sea Learning
gibt es auch in nicht nur menschlich, sondern auch für die Tiere eine Mitgefühl und Liebe, ist das auch beinhaltet. Ja, das ist selbstverständlich. Früher, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, als ich damals interessiert habe, habe ich gedacht, das ist nur für die menschliche Rasse, also die menschliche Wesen. Das habe ich so gedacht. Aber wenn wir jetzt auch vorher gesehen, wenn Gisela vorher erklärt hat, es gibt zwei Säulen. Das eine ist ja diese zusammenhängende, diese Anerkennung von Wechselwirkung. Und der zweite ist diese Erkennen gemeinsamer Menschlichkeit. So wie ich auch glücklich fühle, mir das fühlen auch die anderen. Und wenn man diese Einsicht hat, und dann sehen wir, dass wenn andere leidet, dann können wir uns das nicht ertragen. Auch das sind es auch gegenüber den Tieren auch so. Auch die Tiere leben, die anderen Lebewesen wollen ja auch nicht leiden. Also darum müssen wir unsere Gedanken, unsere Sichtweise erweitern. Und diese Wechselwirkung gibt es auch eine andere Sichtweise. So wie Dr. Martin Luther King gesagt hat, wenn wir morgen aufstehen, wenn wir Frühstück essen, Frühstück einnehmen, nachdem wir unser Frühstück genommen haben und diese Zeit, haben wir mehr als die Hälfte von den menschlichen Wesen auf dieser Welt, sind wir mit ihnen in Verbindung gewesen. Wir benutzen viele materielle Objekte und all die Objekte, die zusammenkommen, wenn man Gedanken macht, wie viele Leute hier bewirkt haben, zusammengearbeitet haben. Selbst nur in unserem Frühstück haben ja verschiedene, da sind ja auch Tiere, Menschen, die hier mitgewirkt haben. Wir sind abhängig, untereinander abhängig von allen Wesen, alle Dinge, die auf dieser Welt existieren. Deshalb müssen wir auch, wenn man den Gedanken ein bisschen weiter öffnet als nur auf den Tisch, alle Lebewesen, die hier auf dieser Welt existiert. Deshalb ist es mit Gefühl und Liebe gegenüber alle Wesen, ist das auch so ordentlich wichtig. Eine andere Frage ist, in westlichen Welt hier im Westen, ich habe empfunden und gesehen, dass im Westen diese Mitgefühl wird nicht so anerkannt. Viele sagen immer, wenn du zu freundlich bist, wirst du ausgenutzt. Was müsste ich denn hier antworten, wenn jemand mir sagen würde, du wirst ausgenutzt, wenn du zu freundlich bist, zu Mitgefühl und Liebe entwickeln? Das ist das, was Kirchner Abt vorher auch gesagt hat. Das ist dieselbe Frage, die wir hier haben. Die Mitgefühl, was hier im Westen empfangen, das ist nicht ganz so, dass sie nicht, wenn man in christlichen Religion anschaut, diese Mitgefühl und Selbst- und Nächstenliebe ist es außerordentlich wichtig. Also es ist schon nicht so, zum Beispiel Bedürftige werden hier Unterkunft aufgebaut und so weiter. Das ist im christlichen Religion sehr fortgeschritten. Also der Dalai Lama hat öfter gesagt, wir müssen von ihnen lernen. Also Mitgefühl und Liebe ist in anderen Kulturen ist das sicher vorhanden. Ob man dann, es gibt vielleicht auch sogar, die gar nicht über Religion nachdenken oder nur für materielle Werte anschauen. Es gibt solche Leute von der Philosophie her, um seine weltliche materielle Güte weiterzuentwickeln, zu bereichern. Für diese Leute ist das sicher, gibt es auch solche Philosophien, das ist klar. Wenn man den äußeren Rand anschaut, gibt es solche, die solche dann Überlegungen entwickeln. Das ist aus einer falschen Sicht oder nicht Verständnis, genau Verständnis von Mitgefühl und Liebe.
Das ist eben, wie Gamala vorher gesagt hat, das gibt uns einen Mut, weiterzumachen, zum Beispiel für Mitgefühl und Liebe, wenn man das Verständnis erlangt hat. Es ist gar nicht so, dass man da wenn man eben die anderen Leiden sieht, dann und wenn man selber Mitgefühl hat, dann kann man das wirklich, das ist, weil man mutig ist. Wenn man durch den Mitgefühl und Liebe kann man diese Mut entwickeln, selbst Mitgefühl entwickeln und dann kann man erst das sehen. Wenn man von Mitgefühl schaut, wenn jemand wenn jemand sie schlecht behandelt, immer wieder ärgert, dann heißt ja nicht so, dass man alles ertragen muss. Aber diese Handlung, diese müssen wir dagegen wehren. Damit man muss das versuchen zu stoppen. Für das gibt es die Möglichkeit. Das ist unsere Aufgabe, und wenn sie dann mit Mitgefühl, Liebe eigentlich Verständnis da ist, eine richtige, dann kann man sogar diese Mut entwickeln, diese negative Handlungen zu stoppen. Nicht diese Person, sondern diese negative Handlungen. Wenn man die Antwort hat, dann kann man sagen, vielleicht du hast die Mitgefühl und Liebe nicht gut verstanden. Ich kann ja den anderen ja zuerst erklären, was Mitgefühl und Liebe ist. Das ist richtig, wenn Sie ein Kind haben, Ihr eigenes Kind, wenn Sie Liebe und Mitgefühl gegen Ihre Kinder haben, wenn das Kind in eine negative Seite geht, also in eine falsche Richtung, dann ist die Frage, kann man mit Wut reagieren oder mit Liebe. Das können wir auch in buddhistischen Texten sogar lesen. Es gibt einen Vers von Nagarjuna, glaube ich, und dort wird geschrieben, also die Bedeutung heißt das, wenn ein Arzt da ist, wenn ein Patient, der durch sein Leiden sehr, sehr wütend wird und was auch herumwirft und so und schlecht redet, und der Arzt müsste, wenn er Mitgefühl hat gegenüber dem Patient hat, dann wird er nicht wütend. Sondern diese negative Handlung, der Grund kennt er, das erkennt, muss er kennen. Und er versucht, diese Ursache zu lindern. Und so ebenso soll man, das hat, also dann auch, Buddha hat auch gesagt, man muss die negative Emotion versuchen unterzubinden und nicht den Person, der da diese negative Handlung ausgeübt hat. Und vielen Dank für diese Antwort. Da sind noch zwei Fragen, vielleicht wenn dann kurze Antwort geben können. Die Frage war, ist der Mitgefühl und Liebe, ob dieses Verständnis, ist das ein Problem oder und welches schwieriger, diese Verständnis oder die Handlung, also Praxis, umsetzen in Praxis. Und die Antwort war, das ist klar, beide sind schwierig. Es ist nicht einfach, Mitgefühl und Liebe zu entwickeln. Aber ein buddhistischer Philosoph heißt, man glaubt ja an Wiedergeburt. Aber wenn man jetzt sonst allgemein so anschaut, wenn Sie einen armen Mensch sehen und wenn Sie dann Mitgefühl entwickeln,
Und dann gibt es ein Mitgefühl gegenüber diesen Menschen. Aber wenn diese Person ihnen gegenüber schlecht fällt, dann werden sie ihr Mitgefühl gegenüber dieser Person werden sofort ändern. Aber das ist nicht so zu verstehen, sondern man muss verstehen, dieses Mitgefühl und Liebe muss man selber entwickeln zuerst, indem man sich selber mit dem familiarisiert. Diese Mitgefühl und Liebe können sie dann erst verstehen und handeln dementsprechend. Und deshalb ist es wichtig, dass man zuerst das Verstehen, das Lernen, dass man anschaut, was Mitgefühl und Liebe eigentlich heißt. Also deshalb ist es wichtig, dass man umsetzt, praktiziert und immer wieder darüber Gedanken macht. Letzte Frage ist nun, Sie lernen, diese Basis ist diese Säkularethik. Der Dalai Lama hat diese Säkularethik, dieses Prinzip von dieser Prinzip von der Säkular Toleranz ist das Dalai Lamas Respekt gegenüber anderen Religionen. Wie ist das in Sie lernen zu verstehen? Ja, Sea-Learning ist die Basis, ist natürlich Säkularethik. Das ist nicht so zu verstehen. Das ist das Gleiche. Sea-Learning und Säkularethik ist das eigentlich das Gleiche. Dalai Lama hat am Anfang gesagt, unabhängig von irgendeiner Religion muss man diese ethische Handlung entwickeln. Und im Westen ist diese säkular. Gibt es ein paar Missverständnisse oder andere Sichtweise? Das ist säkular, heißt, das sieht man irgendwie gegen die Religion, so wird hier im Westen sehr viel verstanden. Und deshalb hat der Dalai Lama und wir haben auch diese Sea-Learning so aufgebaut. Es gibt sehr viele, die die Religion anerkennen, deshalb können wir natürlich nicht etwas dagegen schreiben, das ist nicht so gemeint, sondern wir haben das so aufgebaut, dass das eine Allgemeingültigkeit, eine allgemeine Werte der Menschlichkeit hier auf diese Basis aufgebaut, diese Emotionen und diese ethische Handeln. Und das sind hier hervorgehoben. Deshalb haben wir das Ziel so aufgebaut. Also es ist nichts. Also im Grunde genommen ist das genau gleich. Also. Aber unter diese Lernen, dieser Ansatz, also die Basis, diese Mitgefühl und Liebe, wie wir vorher alles gesehen haben, diese Bewusstsein und all das Aufmerksam, das ist alles, das wird in alle Religionen, in diese alle größeren Religionen werden das anerkannt. Und diese Werte, um diese Werte zu fördern, haben wir, es ist wichtig, deshalb alle, das ist automatisch, dass in alle Religionen das anerkannt wird. In buddhistische Philosophie oder in tibetischen Buddhismus können wir auch in tibetischen Buddhismus das aufbauen und in christlichen und auch in anderen Religionen können sie diese Sea-Learning einbauen. Das ist überall einbaubar. Das ist nicht etwas gegen irgendeine Religion oder auch in Klassen, wo verschiedene Anhänger von Religionen zusammen sind, können wir auch das alles überall gleichwertig beibringen. Diese Sea-Learning-Ansätze sind nicht irgendetwas gegen irgendeine Religion. Das spielt weder die Religion noch irgendein kultureller Background, spielt hier keine Rolle oder kein, das ist nicht gegen irgendeine Kultur oder Religion.
Ja, vielen Dank. Und Gisela müssen wir vom Herzen bedanken. In dieser kurzen Zeit haben wir sie lernen, haben wir zuerst klar erklärt bekommen. Habe ich das Gefühl bekommen, dass es alles sehr gut erklärt worden in dieser kurzen Zeit. Alle, die hier anwesend sind, waren sicher mit großem Interesse hier angekommen und haben auch die Möglichkeit gehabt, Fragen zu stellen. Und ich finde, das war sehr, sehr gelungenes Abend. Nochmals herzlichen Dank. Und wie Sevo Tenzin auch gesagt hat, heute, das, was Sie heute gelernt haben und was klar wurde, dann können Sie dieses Lernen, diese Verständnis, die Sie bekommen haben, können Sie Ihre Umgebung, Ihre Freunde, Bekannte weitergeben. Es geht hier, wie ich vorher gesagt habe, dass nie uns selber nützen soll, sondern unsere Gesellschaft und die Umgebung. Und das sollte eine Bewegung entstehen. Und das ist meine Hoffnung. Ganz herzlichen Dank. Wir haben hier, jeder möchte mir eine Karte überreichen. Wissen Sie, warum die Stühle so aufgebaut sind? Das ist die Uni, damit nicht alle sofort rausgehen. Deshalb, das war ein Spaß, bitte. Und noch eine kleine Bitte, wenn Sie die Kopfhörer nachher nicht mehr benutzen, bitte geben Sie wieder zurück, wo Sie bekommen haben. Vielen Dank. Chick die Name, Gelchen Chick, die Mendel los an der Channel, die Ode,
Thank you.